Herzlich willkommen im Survival Marine Bootcamp. Oh, das ist hier. Oh. Welcome to the Yosemite Park. Oh, oh mein Gott. Das ist so krass. Ich bin gerade so enttäuscht. Warte mal, aber ey. Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute ist jemand zu Besuch, der bei Seven vs. Wild Staffel 2 angetreten ist. Herzlich willkommen Martin! Im Survival Martin Bootcamp hier am Monster Shelter XXL. Jetzt geht's darum, dir den Geheimtrick, das Geheimgadget zu zeigen, womit du Seven vs. Wild durchspielen wirst. Ich bin bereit. Das hier wird mir helfen. Los geht's. Heute geht's auch darum, dass du halt Klamotten bekommst, dass du heute quasi deine Ausrüstung final auswählst, auch deine Kleidungsstücke. Wollen wir vielleicht mit den Klamotten anfangen, dass wir dich erstmal, dass du halt auch dementsprechend aussiehst? Ja, würde ich sagen. Alles klar. Hoffentlich weiß ich passt das gleich gut, ne? Ich hab den übelsten Shit für dich nochmal an den Start geholt. Ich bin so dankbar, dass Survival Martin sich so viel Mühe gibt, mich vorzubereiten. Das ist echt unfassbar, ne? Dass man sich so viel Zeit dafür nimmt, für mich. Weil ich auch echt extrem Angst habe, extrem angespannt bin und mir das so hilft, mit ihm abends zu sprechen. Hey, Martin, ich habe ganz neue Ideen. Pass mal auf. Ich habe gerade 1400 Meter Frischhaltefolie beantragt. Die Vorbereitungen, dass er sich mit Gedanken macht, wie ich das überlebe und dass wir heute gucken, wie wir auch die 7 Kippen mitnehmen. Ne? Du nimmst jetzt meine ausgelatschten Schuhe, ziehst die einmal, wir haben fast identische Schuhgröße. Pass auf, weil ich muss dir ja zeigen, was passiert, wenn du den regelmäßig trägst. Ist nass? Na, ist ein bisschen warm, aber nicht nass. Wow, ja klar. Ja, das so, pass auf, jetzt zieh mal den noch dazu an. Nimm mal ein anderes. Ja, das ist es. So, pass auf, das ist jetzt exakt derselbe Schuh. Fast easy feeling. Genau, aber ich habe den natürlich schon jetzt über Wochen getragen. Ja, aber das... Oh! Das ist hier... Oh. Geil, oder? Ich nehme einfach deine. Brauchst du diese? Hab ich gesagt. War Wahnsinn. Das ist kein Vergleich zu den Schuhen, die ich beim letzten Mal hatte. Deshalb sage ich ja, du musst jetzt endlich entscheiden, zu sagen, okay, du gehst auf Nummer sicher, nimmst meine gebraucht, die sind aber schon ganz schön runtergeranzt. Oder du sagst, ich nehme die nagelneuen, dann musst du sie aber jetzt jeden Tag tragen. Dann haben die am Ende, wenn du die in den Dschungel gehst, genau die gleiche Konzipierung. Dann sind die auch so weich. Ja, aber Wahnsinn. Seven in the Wild! Es ist der bessere Name. Dritte Staffel. Ja, aber. Seven in the Wild. Viel besser. Kommen wir nun. Erster Schritt gut. Zu deiner Kleidung. Schuhe. Check, bin ich sehr froh. Jetzt haben wir folgende Sache, und zwar hosenmäßig. Habe ich zwei verschiedene Hosen. Einmal eine Spezialfirma, die stellt extra für den Dschungel und für solche Expeditionen Hosen her. Oh. Ultra leicht, ganz wichtig. Ein UV-Schutz und Moskito- und Stechschutz. Soll ich mich hier umziehen, schnell? Ja, wir machen die Kamera zur Seite und dann kannst du dir die Hosen mal anziehen. Nee, ich weiß nicht, wie ich testen soll. Bewegung, mach mal Kniebeuge, dann weißt du es. Ja, top. Ich vertraue ihm einfach. Ja, ich vertraue ihm komplett. So rausziehen. Kannst du da auch machen. Das ist wir haben ja noch eine Schicht übrig. Regenjacke. Ja. Das ist auch meine Original Seven vs. Wild erste Staffel Regenjacke. Würde ich damit schlafen? Wenn es kalt wird, natürlich. Oh, sehr warm. Ja. Die sitzt richtig gut. Das, ja. Ey, das ist halt für mich ein ganz besonderer Gegenstand, weil das ist eine Championsjacke. Hast du die? Ist sie auch ungewaschen, das Schweden? Ja. Damit würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal einen nächsten Haken an einer der wichtigsten Fragen gewesen. Was ziehe ich überhaupt an? Kommen wir jetzt zur Ausrüstung. Also, ich habe mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht. Ne? Ich, ja, ich weiß es. Ich wäre da nie drauf gekommen. So. Ich habe viele verrückte Gegenstände beantragt. Du kennst die, ne? Von, wie hieß das? Couchsofa, die so, zack. Ich wollte Frischhaltefolie um die Bäume wickeln. Ja. Dann hast du dir Gedanken gemacht und kamst auf die Überidee. Ich habe mir einfach einen 3x3 Meter Tarp, so wie es vorgeschrieben ist, wie groß es sein darf, gekauft und habe gesagt, okay, wir probieren jetzt mal aus diesem Tarp eine Hängematte zu bauen, inklusive Regenschutz. Da wir ja 3x3 Meter haben, würde ich gucken, wo ist quasi die Naht. Siehst du das hier? Hier gibt es eine Naht in der Mitte. Ja, siehst du die? Ja, ja. Genau. Ja. Das ist deine goldene Mitte, weil einen Abstand der Bäume Minimum von 3,50 Meter. Jetzt legst du das Ding zwischen. Du bist jetzt hier, du hast. Welche Bäume hast du denn jetzt? Die beiden hier. Wir brauchen nur zwei. Ja? Jetzt legst du dir die einfach hier hin und sagst, okay, passt die zwischen die beiden Bäume, ist der erste Schritt. Gut. Der nächste Schritt, du suchst dir kleine Steine. Guck mal, hier hatte ich zum Beispiel einen, der ist perfekt. So einen die Größe. Aber kann auch kleiner sein, kann aber auch größer sein. Wie viel brauchen wir? Zwei Stück. Was? Nur zwei Stück meint das? Der Stein kommt hier rein. Ja. Und dann brauchen wir aber ein Schnürchen oder irgendwas. Ne? Aber mach mal weiter. Das war's schon. Das ist schon der ganz große Trick. Und hier kontern wir jetzt die Strippe. Dann kann die Strippe nicht weg. Leg mal ab und komm mal nochmal her. Wir brauchen ja noch eine ganze. Ich muss das auch selber knoten. Ne? Machen wir gleich. Pass auf. Ich habe hier dein Messer. Ist das meins? Das ist deins. So, jetzt reinfitteln. Jetzt müssen wir am Schluss reinmachen, das Messer. Das ist mein Messer. Das ist originale. Messer. Das hast du auch im Stream schon benutzt. Damit hast du schon eine Kokosnuss geköpft.
Damit hast du auch schon Fäden durchgezogen. Ist das SPK? Das ist das SPK 23. Nimmt der SPK mit? Er nimmt es mit. Geil. Den Prototypen. Also ist ja noch nicht mal final fertig. Er sieht aus wie der Ranger. Ich bin der Ranger. Welcome to Yosemite Park. Das ist Ed Stefan. Wie heißt der Park? Yosemite Park. Das ist aber Ranger. Gar nicht. Okay, wir binden das jetzt so fest. Na, jetzt kommt die Aufhängung quasi, weißt du? Komm, so geht's doch. Aber schau mal, ich habe das jetzt alleine hingekriegt, um den Baum zu wickeln schon mal. Ja. Das sind kleine Schritte. Die Leute werden zu Hause sagen, aber ich muss jeden Schritt genau. Alles gut. Ich bin da komplett bei dir. So. Oh mein Gott. Du hast gesagt, das ist so dickes Material. Mach's aber mal richtig so. Los, ihr habt Limit. Das ist hier jemand fertig. Guck mal, wo es diesmal gerissen ist. Ja, auch wieder. Nee, aber einfach hier. Das ist einfach an der Naht gerissen. Hier, guck. Das raff ich jetzt aber gar nicht. Ich dachte, das war's noch. Probier das andere Ding noch aus, das nagelneue. Und wenn er wieder reißt, dann. Oh, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Bei euch hat. Ja, also, das ist jetzt ein Vorführeffekt, weil wir haben das so krass belastet, als wir es haben. Ja, aber weißt du, das wäre auch doof, wenn mir das nach 2-3 Tagen passiert, ne? Ja, da hast du recht. Wir probieren es aus. Macht ja. Also, jetzt brauchen wir ja keine Panik kriegen. Du nicht, nur ich. Angenommen, ja. Ich habe 2 Nächte drin geschlafen, auf einmal reißt das alles wieder. Versuche ich das trotzdem wieder irgendwie so aufzubauen. Ja. Wenn das aber nicht mehr geht, weil das mittig gerissen ist, wenn man weiß, es geht nicht mehr. Dann hast du halt ein Dach. Round 2. Mit Nerven am Ende. Runde Nummer 2. Mit Nerven runter. Wir nehmen jetzt ein nagelneues Tag. Ich werde mich aber dann reinlegen, ja? Da musst du ja. Ich gucke jetzt genau zu. Genau. Da sieht man es. Und ich gehe jetzt hier weiter nach hinten. Guck mal, ich gehe hier rein. Klappt das um. Und dreh jetzt erst. Guck mal, jetzt haben wir doppelte Materialstärke. Nicht wie vorher nur eine, sondern doppelt. Halt wieder mein. Martin baut das Ding jetzt mal fertig auf, oder? Genau. Ich mache jetzt einmal komplett fertig und dann melden wir uns gleich zurück, wenn es drüber hängt. Jetzt bin ich selber auch verunsichert. Ich weiß nicht, warum ich so verunsichert bin. Weil vorher hat es geklappt. Klar. Und jetzt hat es einmal nicht geklappt. Das ist scheiße. Kontrollier mal lieber nochmal. Nee, also hier ist. Guck mal, du hast da. Ich werde jetzt einfach mich reinsetzen. Komm, fest. Komm. Die Naht spielt keine Rolle mehr. Was war das? Oh, ich weiß nicht. Was war das? Das ist einfach nur Material, was weiter gerutscht ist. Gerutscht, ne? Ja. Okay. Ich bin zu tief! Okay. Selber Angst jetzt, ne? Ja! Ich verstehe es nicht. Ich habe auch keinen Bock, auf die Fresse zu fliegen. Lass mal ein bisschen mehr Stuck. Geh mal mehr in der Tab. Genau. So. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wieder an der Nase. Das kann nicht wahr sein. Was war denn das für ein Glücksgriff? Hier mal das komplette Video für euch, damit ihr wirklich seht, dass das auch funktioniert. Knossi, ich habe was für dich. Ich habe mir einen Tarp organisiert, 3x3 Meter. Und jetzt pass auf, ich habe daraus Hängematte und Tarpfunktion beides gleichzeitig aus einem Gegenstand. Du brauchst nur Paracord, dein Messer und einen Tarp. Und schon hast du Bett und Regenschutz. Pass auf, komm her. Wir haben einfach die Plane hier festgemacht. Hier sind Steine drin, dass du quasi damit, dass es nicht wegrutscht. Ich zeige dir genau, wie das geht. Mach dir keinen Kopf. Andere Seite genauso. Dann nur eine Seite quasi genommen, zusammengebunden. Und jetzt pass auf. Rudi. Du hast eine Hängematte und bist geschützt vorm Regen. Rudi, das ist OP. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Aber wie kann das sein? Das war jetzt, das war ein nagelneues Tab. Das war ultra oben abgespannt. Guck mal das an. Es liegt am Material. Es hält nicht. Alter, das ist so krass. Ich bin gerade so enttäuscht. Ich auch. Bin gerade so down. Oder es gibt noch ein dickeres Tab. Aber wieso hat das beim ersten Mal so easy und so schnell beim ersten Versuch geklappt? Ohne Probleme. Ich kann es mir nicht erklären. Was? Dass ich jetzt erst. Boah, ich sehe es. Was? Boah, ich sehe es. Was? Ich sehe es. Ich halte mich schon. Was? Ich wundere mich auch die ganze Zeit, was. Och, Brudi. Was? Ich kann es dir zeigen. Sag. Bei der ersten Konstruktion, die Leute im Video werden es gesehen haben. Was habe ich denn gemacht? Och, du Scheiße. So habe ich das gemacht. Natürlich hat er es so gemacht. Ich habe das nicht mitten in dem Feld nicht reingenommen. Einzeln runter. Nein, das hing nicht das einzeln war runter. Ein geknolltes Ding so. Das war so. Haben wir noch eins? Haben wir noch einen Tab? Das ist es.
Wir haben zwei Tabs kaputt gekriegt, weil wir einen Denkfehler hatten. Ich könnte mich dafür sowas in den Arsch. Wir haben ja bei dem Zusammenfalten Folgendes gemacht. Wir haben hier einen Stein reingepackt, haben den umgeklappt und wieder und hier geknotet. So war es aber beim Prototypen nicht. Wir haben komplett alles genommen. Also ich habe alles von der Hälfte an hier rüber geklappt. Hier unten den Stein rein, habe den dann nach oben gebunden und habe das ganze Paket, so wie es war, geknotet. Ich bin fix in alle, ey, glaub mir. Ich Achtung. Ja. Gute der Wahrheit. Okay, Versuch Nummer 3, also drittes Tar, Versuch Nummer 4, 5, ne? Jetzt bin ich sogar nervös. Ja, ey. Alter, ich bin nicht nur nervös, ich bin aufgeregt des Todes. Also, Konstruktion sieht sehr geil aus, Idee dahinter ist, glaube ich, klar. Es tut mir leid. Geht. Hast du es gehört? Ja, Ding. Ding. Aber das war eher Schnur, so eine, ja, das ist eine Stur, die gerutscht ist. Körpergewicht drauf? Noch nicht, warte. Jetzt lass los. Jetzt. Komplett. Oh. Oh, was ist das denn? Oh, das ist die Strippe, oder? Das ist nur die Strippe. Ist nur der Faden. Okay. So, warte. Zieh mal rüber. Ruhig. Also erstmal, das Tarp hält auf jeden Fall. Mach doch nichts. Aber was bewegt sich doch da? Ja, dreht sich ein bisschen. Da Punkt dran. Nein. Was ist denn jetzt? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist nichts gerissen, es ist bloß rausgerutscht. Wie rausgerutscht? Hier, das hier ist raus. Ach du Scheiße. Das ist rausgerutscht. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich glaube, weißt du, was uns das sagen soll? Wir nehmen das nicht. Wir machen das nicht. Ne? Man hat eine Idee, es funktioniert einmal, wir machen es nochmal zum Üben, es funktioniert gar nicht mehr. Exakt. Das Ding ist einfach rausgerutscht. Ja. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Mal gucken. Boah, jeden Abend dann so rein? Nee, Mann. Das ist OP! Wir haben das Ding durchgespielt. Seven vs. Wild, gar kein Problem. Scheiße. Oh, fuck. Johannes wird sich freuen, Johannes wird sich ins Fäustchen lachen. Fritz wird sich gerade richtig einen ablachen. Warum? Naja, Schadenfreude, beste Freude, weißt du doch. Aber es wäre doch einfach geil gewesen. Knossi, ich muss mich da bei dir entschuldigen. Ich hab gedacht, dass das ohne Probleme funktioniert. Sollen wir es noch einmal versuchen? Weißt du, was ich denke? Dass wenn ich es jetzt irgendwie hinkriege, nach dem 50.000. Mal, diese Variable zu sagen, dass dir das dann nicht gelingt und das dann einfach kaputt reißt. Weil du bist ja da auf einem ganz anderen Level. Hier bist du ja in einer Safe Base. Ey, lass uns lieber die Hängematte nehmen. Ja. Wir müssen halt, bauen dir noch ein Dach oder irgendwas. Wir machen jetzt eine Happy Transition zur Hängematte. Was lachst du denn? Das ist echt nicht witzig. Das ist nicht mal. Guck mal, wenn du heute lagen hier Leute schon auf dem Boden. Ja, zweimal, dreimal. Wie so ein Rentner. Sehe ich auch komplett, dass alle Strippen dran sind, alles fest. Ja? Ja, hier reicht auch nichts. Jetzt habe ich hier diese. Jetzt kann sie viel besser. Aber warte mal, aber ey. Was war das? Komm hoch. Was war jetzt? Was ist passiert? Sarah, kurz einfach gerissen. Nein, das ist nicht auch. Guck. Nein, das hat sich der Knoten gelöst. Das ist nichts gerissen. Hier, der Knoten hat sich gelöst. Ich hab das Gefühl, der Tag ist verflucht. Guck mal, der Knoten hat sich gelöst, da ist nichts gerissen. Knossi, der Tag wird dir helfen. Du hast doch vorhin gefragt, ob wir das Paracord lieber doppelt nehmen. Also ich würde sagen, ja, wir nehmen es doppelt. Aber das Schöne ist ja jetzt auch, dass du das machst. Ja, lass mich das alles machen. Wir lassen es einfach mal so. Geh jetzt da rein. Los, das wird jetzt. Ich behalte den im Auge. Wenn ich merke, dass er sich löst, sage ich dir Bescheid. Wow. Das kann doch heute alles gar nicht wahr sein. Mach mal, hier ist alles cool. Also hier bist du auf Nummer sicher gegangen, aber da drüben fehlt das. Ey, halt. Oh, ich mach doch nur Spaß, da ist gar nichts. Los, weiter. Also wie kann man so eine Angst haben? Schlafsack? Nein, ich kann schaukel mich mal. Ready? Ja. So, Hängematte ist gebrieft, also gebonkt nehmen wir, weil wir gehen jetzt hier kein Risiko mehr ein. Ich habe halt einfach Schiss, wenn wir diese Tarps-Geschichte machen. Es wäre geil gewesen, wenn es funktioniert hätte. Damit haben wir wieder einen wichtigen Teil abgeschlossen. Jetzt werden wir uns um das Thema Fisch kümmern. Du musst dich noch entscheiden zwischen Schlafsack und Zigaretten. Das seht ihr aber im nächsten Video. Also Kanal abonnieren. Haben wir jetzt bei meines Videos angekommen? Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Knossi und ich haben euch lieb. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.